Hallo. Heute sind wir im Lavatunnel. Ehrlich? Ja. Wow, auf Teneriffa im Lavatunnel. Ja. Und was ist denn so ein Lavatunnel? Wie geht denn das? Da kommt die Lava durch. Da ist früher Lava durchgegangen. Genau, da kam die Lava durch. Und da sind Wurzeln. Wie kommen denn die Wurzeln dir her? Von den Pflanzen, die da oben wachsen. Die oben drüber wachsen, gell? Ja. Und hier kann man sehen, die alte Lava, die ist jetzt abgetreten. Genau, da sind kleine Lava-Stalaktiten, ein bisschen Moos drüber. Und da ist die Lava runtergetropft hier, gell? So, und hier auf dem Boden, da sieht man noch die Lava-Stromstrukturen. Da ist die Lava geflossen, gell? Da, wo ihr jetzt drauf steht. So, und wie lange wart ihr jetzt schon in der Höhle? Erzähl mal. Wir haben jetzt gelaufen. Wir sind gelaufen und zwar wie weit? Ein paar Meter. Aha, ein paar hundert Meter sogar schon, gell? Wir sind schon fast am Ende. So, wir gucken mal da ganz hinter, macht mal Licht dahinter. Da geht es noch ein bisschen weiter. Wow. Stalaktiten, genau, Lava-Stalaktiten hier oben an der Decke. Das sind Tropfen, Lavatropfen, und da kommen die Wurzeln durch von den Pflanzen. So, und hier ist die Lava runtergelaufen von der Decke, vom Lavatunnel. Und hier unten, da ist die Lava geflossen. Da sieht man noch Spuren, Fließspuren, da ist die Lava vorbeigeflossen. So, hier ist die Lava vorbeigeflossen. So, und hier oben sind auch ein paar Risse. Da, hier sind ein paar Risse im Dach, deswegen müssen wir einen Helm aufhaben, gell? Ja. Super. So, Kinder, dann sagt mal Tschüss. Tschüss. Tschüss, macht's gut.